Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir für die Nintendo Switch das Spiel Chocobo GP aus oder Grand Prix. Ich glaube, das ist ein Remake von dem PlayStation 1 Spiel, was damals erschienen ist. Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht ist es auch einfach nur eine Neuauflage. Und das habe ich mir vorbestellt, das ist jetzt am Donnerstag, den 10.03. offiziell erschienen für die Nintendo Switch. USK 6 PG3 von Square Enix entwickelt und vertrieben worden. Wenn euch das Spiel interessieren sollte, den Launchtrailer verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ja, und das ist ein Fundraiser. Wie gesagt, es gab damals mal einen Teil für die PlayStation 1, den hatte ich leider nie selber, aber wollte ich immer haben. Viele finden ihn gut, viele finden ihn nicht so gut. Ich fand ihn immer interessant und hier wollte ich einfach gleich dabei sein. Auf die Plätze fertig Chocobo steht hier, dann schalte bekannte Chocobo und Final Fantasy Charaktere im Story-Modus frei. Es gibt einen Story-Modus, finde ich schon mal sehr gut. Triff im Online-Turnieren an, um Saisons, Belohnung und zu gewinnen. Entfessel für deinen Sieg, mächtige Magie und einzigartige Fähigkeiten. Spiele in der Light-Version mit bis zu 7 Freunden vor Ort. Ja, an einer Konsole 1 bis 2 Spieler, in TV-Modus, in Dock-Modus und in Handheld-Modus auch und unterstützt auch den Pro-Controller. Und so sieht das Ganze aus. Vielleicht habt ihr euch das Spiel auch gekauft, könnt ihr mal gerne eure ersten Eindrücke schreiben. Dass es jetzt nicht an einen Mario Kart 8 rankommen wird, ist mir klar. Aber vielleicht macht es ja trotzdem Spaß. So. Ist da was bei? Fühlt sich leicht an. Leider kein Booklet, kein Inlay-Bild. So sieht die Karte aus. Ja, ein kleines Unboxing. Vielleicht so einen kleinen süßen Spiel. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich für eure Zeit über einen Kommentar. Ein Like würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende oder schönen Tag, je nachdem, wie das Video online ist. Ich bedanke mich für eure Zeit über einen Kommentar. Ein Like würde ich mich, wie gesagt, freuen. Bis demnächst, euer Gavatrons. Ciao.